Heute finden wir gemeinsam raus, was sich in dem Kopf von den Smiling Critters Mobs befindet. Doch dafür brauche ich Lumis Hilfe. Bleib unbedingt dran, denn das hast du noch nie gesehen. Bleib stehen, Lumi. Ich krieg dich. Komm schon. Ach Mann, du bist einfach zu schnell für mich. Fang mich doch. Du kriegst mich nicht. Wir werden uns nie wiedersehen. Mach's gut. Freunde, ich glaube, ich habe Lumi verloren. Wo ist er denn hingegangen? Och Mann, wir wollten Verstecken spielen und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Oh Mann, Freunde, ich hoffe, ihr helft mir, Lumi wieder zu finden. Und wartet mal, hier ist... dieser Wald, der sah eigentlich gar nicht so aus. Was ist das denn? Boah, Freunde, das stinkt ja voll. Das riecht voll nach Blut. Denkt ihr, es ist was mit Lumi passiert, Freunde? Denkt ihr, Lumi ist verschwunden gegangen? Ey, Lumi, wo bist du? Ey, Freunde, hier geht das weiter mit diesem Blut. Oh Mann, sollen wir Lumi retten? Lasst mich mal mit dem Like wissen in 3, 2, 1. Ja, okay, ihr habt alle das Video geliked. Deswegen gebe ich mir jetzt richtig Mühe, Lumi zu retten. Okay, also wir müssen, glaube ich, diesem Blut hier folgen. Schaut euch das mal an, Freunde. Das sieht doch schon ein bisschen komisch aus und gefährlich. Ich weiß ja nicht, ist das so eine gute Idee. Lumi, wo bist du? Ach, Mann, ich finde Lumi einfach nicht. Oh, wartet mal. Freunde, wer ist denn... Aua. Wer ist denn das hier? Dort ist ein Magen. Warte mal. Freunde, das habt ihr das auch gesehen? Das ist der Kopf von Lumi. Was ist mit Lumi passiert? Oh Mann, ey, Freunde. Wir müssen dahin. Guckt euch das mal an. Das ist einfach der Kopf von Lumi. Okay, wartet mal. Planänderung. Wir müssen gucken, was ist das denn? Freunde, hier sind überall... Schaut mal, hier sind Kameras. Hier ist der Kopf von Lumi. Ich weiß nicht, sollen wir diesen Magier mal fragen? Ey, nein, der kommt auf mich zu. Was es damit auf sich hat? Kommt schon, wir verlieren keine Zeit. Wir müssen unseren Freund retten. Hallo Magier, was hast du mit Lumi gemacht? Das ist mein Freund. Warum, was ist mit ihm passiert? Warte mal, ich habe deinen Freund Lumi verzaubert. Betrete seinen Kopf, sonst wird er niemals wieder normal. Wartet, oh mein Gott, Freunde. Lumi wurde einfach verzaubert. Wir müssen nun in seinen Kopf reingehen und dann wird er wieder normal oder wie? Und warum filme ich hier Kameras? Wartet mal. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Freunde, das ist einfach der Kopf von Lumi und hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Okay. Wir fragen mal den Magier, was wir ihm dafür geben müssen, dass wir da reingehen können. So, hey Magier. Okay, ist verstanden. Was muss ich machen, um Lumi wieder zu befreien? Wie komme ich denn in diesen Kopf rein? In der Kiste vor der Tür erfährst du alle Infos. Okay, wehe, du hast was mit Lumi gemacht, dann kriegen wir beide ein Problem. Ich habe ein Schwert und ich töte dich, wenn es drauf ankommt, okay? Gut so. Und die Kameras, die kannst du eigentlich auch wegbauen. Die braucht hier keiner mehr. So, wartet mal. Wo ist denn hier eine... Hä? Die Kiste war eben noch nicht da. Die hat der Magier da bestimmt hingezaubert. Wartet mal. Hier ist ein Buch drin. Wir schauen mal kurz rein. Hi, Synthi, mein Freund. Die haben mich verzaubert. Du musst dieses mysteriöse Endeauge finden und anschließend in den Kopf gehen. Dort wartet die nächste Aufgabe. Rette mich, Lumi. Okay, wartet mal, Freunde. Ihr seht, hier ist so ein mysteriöses Enderauge. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und das müssen wir wahrscheinlich da reinmachen. Und könnt ihr was da drin sehen? Und dann bekommen wir die nächste Aufgabe. Okay. Ich habe es verstanden. Das heißt, wir müssen jetzt das Enderauge suchen. Und ihr habt es gesehen. Lumi ist richtig, richtig ängstlich, Freunde. Wir müssen dieses Enderauge suchen. Und dann geht es direkt weiter. Kommt schon. Aber wo finden wir das? Vielleicht sollten wir mal noch ein bisschen mehr in den Wald gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Freunde. Wir schauen mal im Wald. Hey, Leute, wo gibt's hier ein Enderauge? Gibt's hier ein Enderauge irgendwie? Mein Freund Lumi braucht das. Hallo. Oh, Mann, Freunde. Ja, der Wald ist so riesig. Vielleicht gehen wir mal auf die Spitze des Baumberges. Ey, aua. So, vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr, wenn wir auf die Baumkrone gehen. So, Komm schon, wir dürfen keine Zeit verlieren, wir müssen Lumi retten. So, hallo, Lumi, bist du irgendwie hier? Was ist denn das da hinten, Freunde? Schaut mal, da kommt Rauch her. Ich glaube,
das ist ein Anfang. So, Moment, wir müssen mal was essen. Dort könnten wir vielleicht dieses Enderauge bekommen. Wir gehen mal zurück, Freunde. Ich weiß gar nicht, was das sein könnte. Kommt schon, Freunde, kommt schon. So, da hinten ist es, glaube ich, gewesen, oder? Okay, Freunde, was denkt ihr? Was haben die mit Lumi gemacht? Ich hoffe, ihm geht's gut, aber wir sind ja jetzt schon mal erstmal hier beim Rauch angekommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, irgendwo hier, Freunde, hier ist ein weiteres mysteriöses Dorf. Hier kommt dieses Feuer her. Die werden bestimmt eine Ahnung haben. Ey, ihr Villager, was macht ihr denn hier? Wartet mal, ihr müsst mir doch irgendwie helfen können. Wo kann ich denn dieses Ghast oder dieses mysteriöse Enderauge finden? Kommt schon, hier wird doch wohl irgendeiner sein, mit dem ich reden kann. Hallo, komm, Freunde, ich frage einfach den Typen hier. Ey, kurze Frage, ich brauche so ein komisches Enderauge. Kannst du mir irgendwie helfen, wo ich das finden kann? Das wäre richtig cool von dir. Freunde, habt ihr das gehört? Wir müssen gegen was kämpfen? Blutskelette? Oh Mann. Okay, wartet mal, da hinten meinte er an diesem Berg. Okay, wir gehen da mal hin. So, Moment. Irgendwo hier in diesem Berg muss was sein. Oh je, ich glaube, wir haben es auch schon direkt gefunden. Guckt mal, Freunde. Och, du grüne Neune. Da ist irgendein Eingang geht da rein. Ich glaube, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Ja, Freunde, da sind Blutskelette. Okay, Freunde, wir müssen uns einen Plan überlegen. Ist hier irgendwas, was uns helfen kann? Vielleicht, wir gehen mal hier hoch und schauen und... Aber Freunde, da hinten ist das Auge, was wir brauchen, um Lumi zu befreien. Das heißt, wir müssen das tun, Freunde. Wir machen das für Lumi. Also nochmal allen Like da lassen für Lumi. Komm schon, Freunde. Okay, wir gehen jetzt hier runter und... Hallo, Skelette, ich bin nur zum Spielen hier. Hallo. Oh mein Gott, Freunde, die können hier mit Feuerdingern schmeißen, mit Feuerkugeln. Kommt schon, Freunde, auf ein neues. Den kriegen wir. Wo seid ihr, Blutskelette? Kommt schon, traut euch. Oh Gott, Freunde, da ist es. Und da schießt er mit Feuerteilen. Oh Gott, Rückzug. Rückzug, Freunde, Rückzug. Oh mein Gott, wie stark sind die denn? Oh Mann. Okay. Wir müssen erstmal kurz was essen, Freunde. So, komm schon. Und jetzt nochmal auf ein neues. Wir müssen noch ein bisschen Leben regenerieren. Aber das sollten wir schon hinbekommen. Kommt schon, Blutskelette. Du bist... Oh nein. Jetzt aber. Ja, komm schon, Freunde. Ja, das sieht gut aus. Ja. Oh, Freunde. Das war knapp. Aber wir haben ihn. Wir haben nur noch 3 Herzen. Aber jetzt haben wir endlich das Auge. Ich bin so gespannt, was sich darin befinden wird. Kommt schon, da wartet dann die nächste Aufgabe auf uns. Wir verlieren keine Zeit und laufen direkt zurück zum Kopf von Lumi oder zu diesem komischen Kopf, wo er verzaubert wurde. Kommt schon, Freunde, kommt schon. Wir müssen Lumi retten. So, Freunde, da sind wir schon wieder angekommen. Jetzt müssen wir dieses, was ist das? Dieses Ghast-Ei heißt das, okay. Dieses Enderauge da reinmachen. Kommt schon, ich hoffe, das ist kein Stacheldraht. Dann kommen wir hoch. Okay, das tut schon mal nicht weh. So, und jetzt legen wir das Auge hier rein und schauen, was passiert. So, können wir die Tür öffnen? Ja, was ist das denn? Wartet mal ganz kurz, wir machen mal zu. Okay, jetzt sind wir hier. Was steht denn da? Schrumpfmaschine. Und hier ist ein kleiner Kopf von Lumi. Das heißt, wir müssen uns jetzt schrumpfen und dann in diesen Kopf reinspringen. Okay, Freunde, wartet mal. Wir testen mal, ob das mit dem Schrumpfen geht. Wehe, ich werde jetzt so ein Winzling. Naja, wir werden es probieren. Aber wahrscheinlich werde ich eh so ein Winzling. Und dann muss ich hier hoch. Und warte mal, kann ich auch so schon reinspringen in Lumi? Nee, das funktioniert nicht. Das heißt, wir lassen uns jetzt schrumpfen, Freunde. In 3, 2, 1, jetzt. Wow, Freunde, schaut mal, wie klein ich jetzt bin. Und jetzt kann ich einfach in den Kopf von Lumi, meinem Freund, reinspringen. Okay, wartet mal, wir testen es mal. Wir gehen hier hoch auf diese kleine Hürde. So, okay. 3, 2, 1 und komm schon, bitte funktioniere. Wir müssen unseren Freund Lumi retten. Komm schon. Oh, Freunde, schaut mal, wir sind, glaube ich, gelandet. Wir sind nun im Kopf von Lumi. Und wie cool ist das denn? Schaut mal, hier sind einfach die Augen. Hier kann man so durchgucken. Und hier sind auch nochmal Augen. Und es sind irgendwie so, wie so Fenster, in die man durchschauen kann. Und hier befindet sich einfach ein Bett im Kopf von Lumi. Und Freunde, hier sind Falltüren. Das heißt, hier geht's noch weiter runter. Also bleibt unbedingt dran. Ich bin gespannt, was jetzt sonst noch so kommt. Dann gibt's hier noch eine coole Couch, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Freunde, schaut mal, wie cool die Couch ist. Da kann ich mich komplett hinsetzen. So sieht's einfach drin aus. Dann gibt's hier noch lecker Kuchen. Da würde ich gern auch naschen. Und das sind Trampoline. Wir gucken mal in die
in die Kisten rein? Nee, hier ist nichts Großes. Wir nehmen uns mal so eine Lampe mit, dass es hell ist. Man weiß ja nicht, wo es hingeht. Und Freunde, wenn ihr jetzt wollt, dass wir die Truhe bzw. die Falltür hier noch öffnen, um herauszufinden, was da kommt, dann lasst noch mal ein Like da. In 3, 2, 1, jetzt. Wow, okay. Danke, danke für all eure Likes und kostenlosen Abos. Ihr habt euch verdient, dass wir uns anschauen, was da weiter unten ist. Also, wir öffnen die Falltür und... Freunde, hier geht's runter. Wahrscheinlich sind wir jetzt gerade ja im Kopf. Also ihr seht's ja, hier ist der Kopf von Lumi. Hier sind die Haare und alles, die Haut. Und jetzt geht's wahrscheinlich runter. Das müsste dann der Hals sein. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. 3, 2, 1 und Sprung! Sprung! Aua, ich hab einfach das Wasser nicht getroffen, nicht Tollpatsch. Okay, also, was haben wir denn hier? Hier steht was. Viel Spaß im Körper. Nun, was steht da? Geht es mit der Achterbahn weiter? Okay, Freunde. Also, ihr seht's. Hier geht jetzt eine Achterbahn runter in den Körper von Lumi. Warte mal, wir holen uns mal so eine Lore hier raus. Okay. Und dann würde ich sagen, platzieren wir die, Freunde. Und ich liebe es, hier Achterbahn zu fahren. Also, Freunde, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Und wir fahren die Lumi-Achterbahn runter. Komm schon, die ist schnell. Und jetzt geht's hier runter. Wow, wir fallen. Warte mal, was ist denn hier? Es geht noch weiter runter. Wartet mal. Wie cool ist das denn? Wir sind einfach im Lumi-Körper drin. Und das ist einfach eine Achterbahn hier gewesen. Wie cool. Aber, Freunde, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, wir müssen ja noch Lumi suchen. Wartet mal, wir haben jetzt hier vier Türen, also 1, 2, 3 und 4. In einer von der Tür müssen wir weitergehen, Freunde. In welche Tür sollen wir denn gehen? Wir öffnen mal die und... Okay, hier ist schon mal nichts. Dann öffnen wir die und... Ach, Freunde, hier ist auch nichts. Dann muss es die sein. Nein. Bitte, Freunde, hinter dieser Tür muss jetzt was sein, weil wir wollen ja Lumi finden und wir haben ihn noch nicht gefunden. Komm schon, hinter dieser Tür muss jetzt was sein. Versprochen, bitte. Ja, Freunde, das sieht gut aus. Wartet mal, hier sind Schilder. Was steht da? Synthi, ich bin's, Lumi. Was steht da? Hilf mir! Oh Mann, Freunde, Lumi braucht unsere Hilfe. Wir müssen uns beeilen. Der ist hier irgendwo gefangen, auch wenn er in seinem eigenen Körper gefangen ist. Keine Ahnung, wir werden ihn schon finden. Hilf mir. Was steht denn hier? Folge dem Weg und dann... Und rette mich, Freunde. Er hat so eine Angst. Wir müssen ihn retten. Okay, wartet mal. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendein Hinweis? Nee, also hier hinten kann man zwar gucken, aber... Nee, hier ist nichts. Okay, das heißt, wir müssen wirklich da entlang. Es gibt keinen anderen Weg. Dann schließen wir die Türen hier ab. Nicht, dass irgendwelche Zombies oder sowas noch draus kommen. So, okay. Was steht denn hier? Und rette mich. Okay, was... Aber hier sind so Türen. Wie soll ich denn da durchkommen? Wartet mal, die haben ein Passwort. Freunde... Was denkt ihr, was könnte denn das Passwort sein? Wie wär's mit 4321? 4321? Och Mann, das war's nicht. Freunde, wir brauchen das Passwort, sonst können wir Lumi nicht retten. Wartet mal, wir probieren es mal. 1, 2, 3, 4. Es war richtig. Okay, wo sind wir denn jetzt? Hier gelandet. Hier steht was. Hilf mir, Lumi. Okay, Freunde, also, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir müssen da entlang. Aber durch dieses Jump'n'Run, ich weiß nicht, hier durchschwimmen kann man nicht. Das ist kein Wasser, Freunde. Das ist dunkler, das ist schwarz. Das könnte, lass mich mal riechen. Das ist, ja, das sind, glaube ich, das ist Blut, Freunde. Das riecht nach Blut, nach abgestandenem Blut. Deswegen ist das auch nicht mehr rot. Egal, wir machen das Jump'n'Run. Wir machen den ersten Sprung. Okay, geschafft. Jetzt geht's hier rüber. Okay. Vorsichtig, Synthi. Wir müssen unseren Freund retten. Okay, 3, 2, 1 und Absprung. Puh, geschafft. Okay, Freunde, das klappt doch alles schon mal richtig gut. Jetzt noch hier entlang und da vorne steht's. Hilf mir, Lumi. Lumi, wir helfen dir, versprochen. So, jetzt noch einmal hier nach oben gehen und so. Okay, was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Hier sind so Falltüren. Ich glaube, wir machen die mal auf. So, vorsichtig, Synthi. Und was ist das denn? Wartet mal, ich weiß nicht, Sollen wir da runtergehen? Hier ist eine Tür. Warte mal, wir springen runter, Freunde. 3, 2, 1 und... Okay, hier ist scheinbar alles in Ordnung. Ich weiß nicht, irgendwie
Hinter da hinten dran hört man irgendwas. Wartet mal, wir gehen mal durch, Freunde. Und... Nein, 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 Freunde, hier sind Zombies. Wartet mal, die kommen, komm, her, Zombies, wir holen euch, lasst Lumi frei. Nein, 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 Freunde, das wird eng. Schnell zumachen. Okay, stopp, warte mal, hier ist eine Kiste. Wir haben die jetzt quasi ausgetrickst. Jetzt sind wir in ihrem Raum, aber wir, Freunde, hier ist eine Rüstung. Wartet mal, die nehmen wir ganz schnell. Okay, jetzt bin ich schon ein bisschen sicherer. Klar, ich bin noch klein und nicht gerade der Stärkste, aber wir kriegen das hin. Moment mal. So, wir öffnen die Türe und... Ah, kommt schon. Okay, einen haben wir. Oh nein, Freunde, wir müssen wieder was essen. Wir müssen aufpassen. Die sind richtig gut. Lumi, wo bist du? Komm schon. Ah, komm, nimm das und du nimmst das. Komm, ja, jetzt sieht's gut aus, Freunde. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir die Zombies. Komm schon, ja. Puh. Okay, Freunde, wir machen mal die Tür zu. Essen noch ganz schnell den Apfel. Und jetzt gehen wir in die nächste Tür. Und was ist denn da? Oh Gott, Freunde. Das waren Skelette. Nein, 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 nein. Egal, die kriegen wir auch. Die kriegen wir auch. 1, 2, 3. Komm schon, Freunde. Wir müssen Lumi retten. Oh mein Gott, ich regeneriere keine Herzen. Schnell was essen, ganz kurz. Freunde. Wir haben es, glaube ich, fast geschafft. Wir haben, glaube ich, fast Lumi gerettet. So, komm. Und das sieht gut aus. Ja, nein, 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 unser Holzschwert ist fast kaputt. Komm, und das haben wir auch geschafft. Puh, Freunde, der nächste Raum. Komm schon, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, Freunde. Lumi wartet auf uns und... Wow, Freunde, hier sind Spinnen. Komm, nimm das, ihr ekligen Spinnen. Komm schon, ein... Nein, 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 nein. Okay, die erste Spinne haben wir. Die zweite haben wir auch. Okay, und die dritte ist da hinten. Okay, Freunde, ist hier... Irgendwas Besonderes? Ne, die zwei spinnen noch und nein, Freunde. Die haben... Nein. Freunde, wir müssen die mit der Faust töten. Aber das kriegen wir schon hin. Egal, wir gehen runter und gucken, was hier das nächste ist. Hier ist eine Tür wieder. Hm, Freunde, wir gehen auch mal rein und schauen mal, was sich dahinter befindet. Wir gehen rein. Also, was machen wir denn? Hä? Wartet mal, Freunde, seht ihr das? Hier sind überall Druckplatten. Wartet mal, können wir da entlang gehen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir keine Falle auslösen. Sowas wie TNT oder sowas. Warte mal, wir gehen mal kurz hier hin. Okay, also, wir haben hier quasi so einen Weg und dann geht's hier wieder in den Gang rüber. Wartet mal, das müssen wir hinbekommen. Also, vorsichtig. Ich würde sagen, wir gehen hier entlang. Okay, das sieht bislang alles gut aus. Wir können ja vielleicht auch so Sachen vorwerfen und dann wisst ihr, wie ich meine, dann löst das aus, aber irgendwie... Nee, warte mal, wir gehen mal hier entlang. Okay, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Hm, erst da links oder rechts? Ich sag links. Okay, sicher. Halt mal, Freunde, hier ist ein Schild, ein Namensschild. Da steht Lumi. Das heißt, er muss hier irgendwo sein. Hier entlang? Okay, Freunde, wir dürfen jetzt keinen Fehltritt mehr machen. Links oder rechts? Wir gehen hier entlang. Okay, das sieht gut aus. Und hier denke ich auch. Oh, Freunde, ich hab so Angst. Lumi, wo bist du? Da ist er. Freunde, ich glaube, wir können wir hier geradeaus durch? Geht das? Komm schon. Okay, Freunde, noch zwei Blöcke trennen uns. Wir machen die Tür auf. Die Tür ist offen und... Freunde, schaut mal. Dort ist Lumi. Wir haben es geschafft. Wir haben Lumi gefunden und gerettet. Lass mich raus. Ich will endlich schlüpfen aus diesem Ei hier. Komm, streng dich an. 3, 2, 1 und jetzt. Oh, da bin ich ja. Ich bin geschlüpft, Freunde. Ich bin ein kleines Baby-Drachenlein. Schaut mal, Freunde, wie süß ich aussehe. Aber ich bin noch ein ganz schön weit davon entfernt, ein richtiger Drache zu werden. Und warte mal, da ist doch mein Papa. Was sagt er denn? Da bist du, mein Baby. Lerne fliegen, um ein großer Drache zu werden. Geh auf den Berg. Okay, Freunde, also wir haben unsere erste Mission und zwar muss ich irgendwie fliegen lernen, aber dafür muss ich erstmal hier hochkommen. Warte mal, ich kann hier mir ja Blöcke nehmen und dann mich hier hochbauen, dass ich fliegen lerne, Freunde. Oh mein Gott, wenn du übrigens Drachen magst und ich bin ein Drache, das heißt, wenn du mich magst, dann lass auf jeden Fall mal ein kostenloses Abo jetzt da und ein Like und vergiss das auf keinen Fall, mit würdest du mich richtig glücklich machen und schaut mal, Freunde, jetzt sind wir also hier draußen. Ich habe einfach in dieser Höhle hunderte Jahre lang gewartet auf diesen Tag, dass ich endlich ausbrechen darf und guck mal, wie cool sehen eigentlich meine Flügel aus.
Die sind einfach türkis, genauso wie ich, Freunde. Aber irgendwann werde ich ein Riesendrache, so wie mein Papa, Freunde. Und dann kann ich gegen den bösen Feuerdrachen kämpfen. Ich glaube, darauf habt ihr auch Lust, Freunde. Und hier, ich glaube, wir müssen hier hin, Freunde, um fliegen zu lernen. Moment mal, ich würde sagen, wir probieren mal, auf diesen Slime zu springen. Vielleicht sollen wir dadurch fliegen lernen, wenn wir da runterspringen. Einen Moment, wir nehmen uns hier mal Blöcke und ich bin einfach in so einem kreativen Modus als Drache. Voll cool. Ich habe irgendwie gar keine Herzen momentan so als Baby, aber keine Ahnung. Vielleicht muss man das ja auch nicht als Drache. Oh mein Gott, Freunde. Also, ich glaube, wenn ich jetzt hier drauf springe, könnte ich es fliegen lernen. Okay, Freunde, drückt mir die Daumen, denn ich kann hier nur ein richtiger Drache werden, wenn ich auch fliegen kann. Dementsprechend probieren wir es. 3, 2, 1 und flieg! Und es hat nicht geklappt, Freunde. Irgendwie, ich weiß auch nicht, bin ich zu schlecht oder warum kann ich nicht fliegen? Egal, wartet mal, wir probieren es nochmal. Das sollte kein Problem sein. So, wir gehen hier wieder hoch. Komm, Freunde, jetzt die Daumen drücken bitte alle zusammen. Freunde, drückt euch die Daumen für mich, dass ich es jetzt hinbekomme. Ich muss nur ordentlich Mut mir zuholen und dann geht das. Also, 3, 2, nö, ich bin wieder runtergefallen, Freunde. Ich weiß nicht. Wenn ich ganz, ganz feste dran glaube und ihr auch wollt, dass ich fliegen kann, dann schaffe ich das jetzt. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Freunde! Es klappt! Ich kann einfach fliegen! Oh mein Gott! Das heißt, wir haben den ersten Part erreicht, um ein erfolgreicher Drache zu werden, Freunde. Und oh, irgendwie... tut sich auch was in mir. Ist das etwa normal? Oh mein Gott, Freunde, schaut mal. Ich habe mich verwandelt in einen kleineren Drachen oder in einen richtigen Drachen. Und ich habe nun Flügel und jetzt bin ich gar kein Menschenei mehr richtig. Oh mein Gott. Und was ist das denn, Freunde? Hier sind einfach Riesendrachen und hier brennt alles. Haben die etwa gekämpft? Oh Gott, Freunde, ich muss auf jeden Fall weg. Ich muss das Papa sagen. Und schaut mal, Freunde, ich bin einfach ein richtiger Drache. Es ist so cool. Ich kann hier einfach rumfliegen. Und oh mein Gott, Freunde, guck mal ihn an. Oh mein Gott, was macht dieser Drache denn hier? Der ist ja voll aggressiv. Ich liebe einfach Drachen. Und hä, was ist das für ein Schwert? Oh mein Gott, Freunde, ich muss aufpassen. Ich muss auf jeden Fall am Ende des Videos gegen diesen Drachen hier kämpfen. Und das darfst du auf keinen Fall verpassen. Und dafür muss ich aber jetzt erstmal noch in der Drachenschule ein bisschen die Fähigkeiten lernen, wie man richtig, richtig kämpft, Freunde. Denn sonst habe ich keine Chance. Ich würde sagen, wir fliegen direkt mal rüber in die Schule, wo man ein bisschen das Kämpfen lernt. Und wir fliegen los, Freunde. Ich als Drache jetzt zur Schule oder was auch immer das ist, zum Trainingsfeld, wo ich dann loslegen kann. Und ihr seht, ich habe noch gar nicht so viele Waffen. Ich habe gerade mal einen Zahn und ein paar Goldäpfel, aber das sollte auf jeden Fall reichen. Und da hinten befindet sich, glaube ich, schon der Ort, wo wir hin müssen, Freunde. Was haben wir denn hier? Wir haben hier, ich glaube, diese Mobs müssen wir jetzt töten. Und ist hier irgendwas noch, Freunde, was wir benutzen können? Ah ja, hier ist eine Truhe. Moment mal, was steht denn da drinne? Hier steht, hier sind deine Waffen. Okay, Freunde, wir haben Waffen bekommen, und zwar einmal Feuerkugeln. Und ein vereisernes Drachenknochenschwert friert das Ziel ein, Freunde. Oh mein Gott, ich würde sagen, wir testen jetzt mal unsere Waffen und, warte mal, Feuer, das klappt. Okay, Freunde, ich kann zwar jetzt schon Feuer spucken und, Freunde, oh mein Gott, ich kann Feuer spucken als Eisdrache. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und, ja, Freunde, okay, diese Mobs haben wir schon mal besiegt, würde ich sagen. Also, zumindest so gut wie nimmt. Das noch mit dem Schwert hier und... Boah, Freunde, was passiert hier gerade mit mir? Ich habe das einfach aufgesaugt oder sah das nur so aus? Naja, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch kleine Schäfchen. Okay, also die testen wir auch mal, ob wir die schlagen können. Tju, nimm das und... Oh mein Gott, Freunde, also dieses Schwert ist richtig OP. Das ist einfach ein Drachenschwert und ich bin einfach ein richtiger Drache, Freunde. Und auch hier Feuer, Feuer frei, Freunde. Oh mein Gott, Freunde, schaut's euch an. Wir sind einfach so ein krasser OP-Drache. Und, oh mein Gott, was haben wir denn hier hinten? Das sind
irgendwelche anderen Vögel, glaube ich. Oder wir testen es mal ganz kurz. Wir zünden erst da hier erstmal wieder alles an. Wir können wieder Feuer spucken, Freunde. Guckt euch an. Wow. Oh mein Gott. Wir können einfach Feuer spucken, Freunde. Es ist so cool. Und jetzt testen wir mit unserem schönen Schwert hier dran. Und boom. Und guck mal, Freunde. Er ist einfach vereist jetzt, Freunde. Sobald wir den Mob damit hitten, sind die halt einfach Eisblöcke. Und wie cool ist das denn? Warte mal, wir testen es mal hier. Und ja, Freunde, der ist auch wieder komplett vereist. Was macht denn dieser Hydra-Giftzahn? Moment, und der... Oh ne. Oh mein Gott, Freunde, schaut mal. Schaut mal, wie es jetzt hier abgeht. Der ist einfach ins Feuer gelaufen, dieser... Was ist das? Dieser Vogel und dieser Greifzahn, Freunde. Komm, ey, komm her, nicht wegrennen. Zack, nimm das. Und ja, Freunde, ich glaube, wir vereisen ihn jetzt nochmal. Und auch den haben wir, Freunde. Und ach, komm her, nimm das mit dem... Oh mein Gott, Freunde, auch der ist wieder vereist. Und ich würde sagen, wir sind fast bereit, um gegen den großen Feuerdrachen zu kämpfen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen andere Übung. Wir gehen danach auf jeden Fall mal zu Papa und fragen Papa, was wir denn als nächstes noch machen müssen. Ich würde sagen, wir fliegen wieder zurück zur Höhle, Freunde, mit unserem coolen Eisflügeln. Und Freunde, als Drache, schaut's euch an, Freunde. Es ist einfach so cool. Meine Flügel gleiten hier so durch den Wind. Wow, es sieht so cool aus. Und jetzt können wir fliegen, Freunde. Wir haben richtig coole Waffen. Wir können einfach Feuer speien und können Mobs vereisen. Und jetzt gehen wir mal zu Papa. Ich hoffe, er erkennt mich überhaupt noch, Freunde. Hey, Papa, alles gut bei dir? Ich guck mal, wie ich mittlerweile aussehe. Ich sehe aus wie du, bloß halt noch ein bisschen kleiner und noch nicht so groß. Aber ich wollte fragen, wann kann ich denn kämpfen endlich gegen diesen bösen Feuerdrachen? Warte mal, finde den Schlüssel in der Höhle, dann kannst du gegen den Feuerdrachen kämpfen. Oh Gott, Freunde, wartet mal. Ihr wisst das noch gar nicht. Es ist jetzt auch schon dunkel geworden. Hier in der Umgebung ist einfach eine geheime Höhle. Und dort soll ein Schlüssel sein. Und wenn man den hat, darf man gegen den Drachen kämpfen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den finde. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Komm, Freunde, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und suchen den Schlüssel, okay? Seid ihr dabei? Nur gemeinsam können wir das schaffen. Also, kommt mit! Aber ich habe auch keinen blassen Schimmer, wo die denn sein könnte. Vielleicht fliegen wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend, Freunde, und schauen. Vielleicht hier oben irgendwo. Nee, hier sind auf jeden Fall ganz viele Mobs, denn es ist schon ein bisschen dunkel, Freunde. Wir können hier mal ein bisschen Feuer spucken hier auf die Götter, die mal angreifen. Was passiert, wenn wir die angreifen? Ja, Freunde, wir können einfach auch Mobs angreifen mit unseren Fähigkeiten. Schaut mal, dann können wir... Und Spinnenreiter! Oh mein Gott, schaut mal hier. Komm, nimm das hier, Zombie. Alle sind vereist, Freunde, weil wir sind der Eisdrache. Und oh mein Gott, Freunde, was war denn hier los? Hier war wohl irgendein Überfall. Hier hat es auf jeden Fall schon einen Drachen erwischt, Freunde. Aber wir müssen jetzt die Höhle finden, bevor wir gegen den Feuerdrachen kämpfen, Freunde. Denn nur mit dem heiligen Schlüssel können wir gegen den Feuerdrachen kämpfen, Freunde. Und warte mal, was ist das da unten? Ist das die Höhle? Ich glaube schon, da steht Drachen verboten. Ich hasse Drachen? Freunde, das kann doch nur irgendein Hater sein, oder? Weil sonst hasst doch keiner Drachen. Was sollen wir denn tun? Freunde, wir holen uns jetzt den Schlüssel, dass wir gegen den bösen... Ja, gegen den bösen Feuerdrachen kämpfen müssen. Wir schauen mal kurz rein, ob hier irgendwas ist. Hater, Freunde. Das sind einfach Hater und... Oh mein Gott, sie haben mich gesehen, oder, Freunde? Wir müssen auf jeden Fall rein. Ist da irgendwas? Warte mal... Freunde, da ist eine Endertruhe, da wird zu 100% der Schlüssel drin sein, den wir brauchen. So, okay, Freunde, nein, oh Gott, ich darf nicht verbrennen, wir testen es mal und, ja, Freunde, okay, ich würde sagen, wir holen die Hater, lasst uns in Ruhe, wir sind Drachen, hier, nehmt das, kommt, Freunde, nur wir Drachen dürfen das und danach kämpfen wir gegen den Feuerdrachen, geht weg, ihr doofen Hater, kommt, das sieht gut aus, Freunde, ja. Ja, wir haben den ersten Hater, den nächsten, Freunde, wir haben sie. Wir vereisen die alle nacheinander. Kommt, Freunde, zack, nimm das. Du auch noch. Dann haben wir es, Freunde, dann kämpfen wir gerade als Drache. Komm, nimm das. Ja, Freunde, komm. Und jawohl, ich würde sagen, gucken wir in die Kiste.
Schlüssel des Friedhofswächters. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, Freunde. Wir haben den Schlüssel geklaut. Und komm, Freunde, wir fliegen schnell zurück in die Höhle zu Papa. Und dann dürfen wir ja hoffentlich gegen den Feuerdrachen kämpfen, Freunde, weil ich sehe ihn hier auch gerade nirgends mehr. Vielleicht hat er auch Angst, der Feuerdrache, aber naja, wir gehen erstmal wieder in unsere schöne Drachenhöhle zurück, Freunde. Und die ist auch einfach richtig super, super doll schön. So, also Freunde, guckt euch an, das ist er. Der Schlüssel des Friedhofwächters, Freunde. So, Freunde, jetzt haben wir ihn Papa gegeben und Papa, darf ich nun kämpfen gegen den Feuerdrachen? Er ist zwar nicht hier gerade, aber er wird schon gleich wiederkommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Warte, Papa, wie sieht's denn aus? Darf ich gegen ihn kämpfen oder nicht? Du darfst nun kämpfen. Ich bin stolz auf dich. Oh Gott, danke, Papa. Ich bin auch richtig stolz, dass ich es mit den Zuschauern gemeinsam geschafft habe. Alleine hätte ich das auch niemals hinbekommen. Also danke für euren Support, Freunde. Und jetzt müssen wir gemeinsam gegen den bösen Feuerdrachen kämpfen. Aber dafür muss er erstmal wieder auftauchen. Oh, Freunde, ich hatte jetzt gerade ein bisschen geschlafen und ich habe irgendwas gehört. Warte mal, sind die Feuerdrachen da? Oh mein Gott. Freunde, die Feuerdrachen sind da und es ist nicht nur einer. Es sind mehrere Feuerdrachen, Freunde. Und oh mein Gott, der wartet schon. Der will kämpfen gegen mich. Papa, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die sehen doch ein bisschen hart aus. Aber, ja, okay. Du denkst, wir schaffen das? Dann machen wir das, Freunde. Oh mein Gott, guckt ihn euch an. Der wartet direkt über unserem Haus. Hier, warte, ich gebe ihm mal einen kleinen Batscher. Hier, komm. Nimm das, Feuerdrache. Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, wir haben ihn jetzt gerade ein bisschen böse gemacht. Ich glaube, wir haben ihn jetzt gerade ein wenig böse gemacht. Aber das sollte kein Problem darstellen. Wir probieren es einfach nochmal. Und fliegen jetzt mit unserem Schwert hoch und vereisen ihn erstmal, den Feuerdrachen, Freunde. Ja, oh mein Gott, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Das sieht doch schon mal gut aus, Freunde. Oh mein Gott, das ist eine gute Taktik. Das ist eine gute Taktik. Wo sind denn die anderen alle hin? Wo sind die? Oh mein Gott, hier ist der Feuerdrache, Freunde. Komm. Nimm das, Freunde. Wir kämpfen einfach gerade gegen diesen Feuerdrachen und... Warte, hier sind doch noch irgendwelche anderen gewesen, oder? Bin ich hier blind auf beiden Augen, Freunde? Ich weiß es nicht. Moment mal, wir testen mal was. Komm her! Nein, Freunde! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich muss... Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Ich bin... Ah, Freunde, ich muss hier weg. Oh mein Gott, er geht auf mich drauf. Freunde, er ist so krass OP. Er ist so krass OP. Oh mein Gott. Ich muss wegrennen. Ich muss weg. Guckt euch mal den Drachen an, Freunde. Der hat uns hier gerade richtig... Der hat Blut geleckt gegen uns. Oh mein Gott, Freunde. Habt ihr es gesehen, wie der mich attackiert hat? Wir müssen uns mal kurz verstecken. Oh mein Gott. Da ist er. Da ist er, Freunde. Der spuckt hier Feuer wie ein großer. Oh mein Gott. Ich muss mich ganz kurz hier abtauen, hier im Wasser. So. Komm, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss hier kurz hochgehen. Ich muss hier hoch. Okay, Freunde, also, mit dem ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Aber ich denke, das ist er. Komm her, nimm das, Feuerdrache. Wir haben ihn eingeeist, Freunde. Komm, aua, aua, aua. Ich muss einen Goldapfel wieder essen, schnell. Schnell, 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 Freunde. Der ganze Boden ist hier auch verdreckt. Komm, nimm das, Freunde. Oh mein Gott, was ist das für ein krass epischer Kampf gegen diesen Feuerdrachen hier. Oh mein Gott, er ist zum Glück vereist. Er ist zum Glück vereist gerade, Freunde. So, und nimm das. Ah, Freunde, was ist es? Nein. Oh mein Gott, er geht wieder hoch. Er schlägt mich weg, Freunde. Ich muss wieder einen Goldapfel essen. Schnell, 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 schnell. Komm, nimm das. Wir haben ihn wieder vereist, zum Glück. Ja, Freunde, wir haben einfach gegen den Feuerdrachen gewonnen. Oder was ist mit ihm los? Haben wir ihn nur schlafen gelegt? Was macht er? Das kann es doch noch nicht gewesen sein, oder, Freunde? Ich weiß nicht, der wird mich safe nur pranken, oder? Aber vielleicht haben wir auch Glück gehabt, Freunde, und das war's jetzt. Aber nein, warte mal. Was ist das denn? Hier sind noch mehr gespawnt. Sonst habe ich ein riesiges Problem, Freunde. Und die gehen auf mich drauf. Die gehen alle auf mich drauf, Freunde. Oh mein Gott, die ganzen Drachen gehen auf mich drauf. Die ganzen Drachen, Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm weg, 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 weg. Oh mein Gott, Freunde, was sollen wir denn machen? Wenn die alle auf mich drauf gehen, die töten mich. Egal, Freunde, ich bleib tapfer. Ich bleib tapfer. Komm her. Und nimm das. Nimm das. Hier, Freunde, mit unserem Eisschwert kriegt uns keiner. Oh doch. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott,